Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Endlich wieder ein neuer Part. Im letzten Part haben wir die Krafthandschuhe bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile ziemlich viele Herzen. Und dazu haben wir auch noch 17 Maiweins. Wir hören hier ein weiteres Maiwein. Das befindet sich da oben, aber anders kommen wir leider noch nicht rein. Und nun wollen wir zum letzten Dungeon, der sich ja hier oben irgendwo befindet. Und genau zu diesem... Aua! Ich hab die Tasten falsch gedacht. Das ist ja... Ja, hier haben wir noch so einen großen Stein, aber da kommen wir zurzeit nicht durch. Nur, wir kommen zurzeit nur durch die kleinen Dungeons. Hier diese kleinen Dinger, die kennt man schon aus A Link to the Past. Da waren die kleinen Viecher auch noch Gegner. Davon gibt es auch eine größere Version. Aber da möchte ich nicht davon zu viel verraten. Mittlerweile haben wir schon 878 Rubine. Das ist eine richtig gute Ausbeute. Dazu haben wir auch noch alle Items. Zwar noch nicht. Die gehören uns zwar noch nicht. Also uns persönlich. Weil die gehören. Ja. Und plötzlich. Lava. Der Vulkan bricht aus. Wir sind am Arsch. Und ich brauche jetzt ein anderes Item, und zwar brauche ich die Bomben. Ja, Bomben brauche ich. Und zwar können wir die hier hinlegen. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis die explodieren. Und zack, wir bekommen Rubine. Ja, kann man natürlich nutzen. Aua. Da hinten gehen wir gleich hin. Aua. Und wir schmeißen hier einfach mal überall Bomben hin. Weil wir hier überall Rubine bekommen. Rubine sind wichtig. Vor allem brauchen wir die hier für das eine... Nein, das eine Spiel. Nur mal so als kleiner Tipp, wer den letzten Part nicht gesehen haben sollte, wenn man hier auf diese glänzenden grünen Steine steht, dann kommt dann nämlich Rubine raus und die kann man dann einsammeln. Jetzt haben wir schon fast 1000 Rubine, ich habe euch gesagt, man kann hier extrem viele Rubine in dem Spiel sammeln. Ja, man wird hier öfters mal von, aua, von den Steinen getroffen, wie ich zum Beispiel hier. Aber dafür sollte man auch die Gegner haben. Wir haben gerade gesehen, dass da auf der anderen Seite irgendwas versteckt ist. Und wir gehen einfach mal rüber. Schmeißen hier eine Bombe hin. Ah, ich dachte, ich werde von der Bombe getroffen. Ich wollte mich nicht einknopfen in die Wand bohren. Aber okay. Was befindet sich denn hier? Eine kleine Truhe mit 20 Rubinen, oder? Nee, 50. Okay. Ich wollte mal hell sehen. Und jetzt haben wir die 1000 tatsächlich erreicht. 1013 haben wir jetzt... Richtig viele Rubine. Einige davon brauchen wir noch. Hier befindet sich eine weitere Speicherstatue. Zu der können wir uns nun auch wieder je nach Belieben porten. Was natürlich für uns wichtig ist. Gut. Ich wollte mal gucken, was ich noch so für Items mit habe. Ich höre eine Maimai, das wir jetzt mal. Hier sehe ich kein. Ah, oh, krasses Spiel wieder sprengt. Das zerstört. Ich hoffe, das zerstört den Traps. Ah, ich weiß schon, wo es ist. Das ist bestimmt unter den Steinen, oder? Ja. Da ist mein Nummer 18. Wie gesagt, 50 Stück gibt's und wir haben noch mal die Hälfte erreicht. Aber ich werde versuchen, natürlich, wenn möglich, alle Maimais in diesem Spiel zu finden. Hier haben wir eine weitere Höhle. Man sollte sich in dem Spiel immer wieder schön umkicken. Wir haben mal eine Feenquelle. Wir haben übrigens schon den Kescher und wir haben auch schon die in einer Flasche. Wenn wir, kann ich ja mal erklären für die Leute, die Zelda nicht kennen, wenn wir sterben sollten, dann wird uns die Fee wiederbelebt. Als wenn ich jetzt von den Steinen so oft getroffen werde, dass ich irgendwann keine Herzen mehr habe, dann werden die mich wiederbeleben. Und ich halte dazu sogar noch ein paar Herzen. So, hier spreche ich das mal alles auf. Jetzt kommen wir zu einem Raum, den ich beim ersten Durchspiel ziemlich nervig fand. Weil der ging mir ziemlich auf den Sack. Weil hier einige Steine kommen. Und man muss hier das perfekt abtimen. Man kann sich hier auch in die Wände porten, muss aber aufpassen. Weil wir haben ja diese Magieleiste. Oh. Jetzt sollte man muss hier ein bisschen taktisch spielen und achten, dass man hier nicht von den Steinen erwischt wird. Oh, ja, wir haben hier was
für den Hammer. Den haben wir ja auch mittlerweile. Den könnt ihr nämlich hier einsetzen. Ich würde euch empfehlen, bevor ihr zum letzten Dungeon geht, wenn ihr nämlich viele Routine habt, einfach alle Items mal mitzunehmen von Ravio. Man weiß nie, wann man sie gebrauchen kann. Man kann zwar die Steine hier auch zerstören, aber das mache ich jetzt mal nicht. Kann hier vielleicht eine versteckte Wand sein? Weil das sieht so auffällig aus. Okay, nein. Hier befindet sich ein Höhlenausgang. Kommt wie hier weiter? Da ist ein Schild. Vorsicht, Absturzgefahr. Okay. Hier scheint es weiterzugehen. Aber ich will erstmal die anderen Wege erkunden. Ja. Nämlich hier ist noch ein weiterer Weg. Und wo kommen wir denn da raus? Zu einer Truhe und zu einem Maimai. Ihr seht, man sollte immer wieder auf dem Spiel drauf achten, wo man so alles lang geht. Es könnte ja sein, dass da irgendwo irgendwas ist. Ja, wenn man die Steine da übrigens hochgeht, also man muss mit dem Schwert aufschlagen. Oh, da hatten wir mal richtig Glück und da sind einfach mal ein paar, ist da so ein Stein runtergeflogen. Alter. Okay, ich sehe gerade, wir haben uns. Ah ne, okay, es ist noch auf der. Okay. Ich dachte, wir hätten uns noch rüberlaufen können nach rechts, aber da ist tatsächlich nichts gewesen. Ah ja, jetzt geht das nämlich hier weiter, das Spielchen mit den Steinen. Und da geht es dann auch wieder darum, finde den richtigen Weg oder du wirst zerschmettert. Hier sollte man dann auch wieder einige Wege austesten, so ein bisschen immer von links nach rechts gehen. Also ihr solltet wirklich alle Wege beachten. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann geht euch einfach in eine Wand. Sonst können euch die Steinchen hier nämlich schaden. So, da auf der anderen Seite geht es weiter. Okay. Da, wenn ich da hochgehen müsste, wird es da weitergehen. Aha, hier würde es rausgehen. Geht es hier weiter? Wie sagt man, muss in The Legend of Zelda immer wieder einige Wege überprüfen. Okay. Ich möchte mal weiter gucken. Es sieht so aus, als geht's da weiter. Ich dachte immer optionale Wege testen. Ich sehe aber nicht, wie ich da oben. Aber ja, wenn ihr euch nämlich nicht in die Wand bohrtet, dann kann es mal passieren, dass ihr getroffen werdet. Ah, scheint aber hier trotzdem nicht weiter zu gehen. Auch wenn da ein Höhleneingang ist. Aber ich würde sagen, wir gehen doch erstmal ein bisschen weiter. Wir könnten auch zur Route springen, aber das wäre natürlich ein bisschen dumm. Ah, okay, jetzt sind wir tatsächlich hier. Wenn wir hier von einem Stein getroffen wären, dann könnte es tatsächlich sogar passieren, dass wir runtergeschleudert werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Hier wird es natürlich. Ja, es ist natürlich noch ein bisschen einfach. Wir sind ja auch noch am Anfang des Spiels. Denn nämlich die ersten drei Dungeons in einem The Legend of Zelda sind immer ziemlich einfach. Das ist immer so ein bisschen die Einführung, so um zu zeigen, was das System von The Legend of Zelda ist, für die Leute, die es noch nicht kennen. Für Spieler, die das Spiel schon öfters gespielt haben, ist das natürlich immer ein bisschen nervig, diese ersten drei Dungeons, weil sie halt überhaupt keine Anforderungen an den Spieler stellen. Die Rätsel sind auch nicht wirklich schwierig. Auch Sidequests sind nicht gerade die schwierigsten, von daher sind die eigentlich immer die zähsten. Aber man muss sie halt trotzdem machen. Aber dann halt im zweiten Teil des Spiels geht das Spiel. Nimmt das Spiel immer drastische Maßnahmen und die Kurve geht mal richtig krass stark nach oben. Ich könnte mich jetzt da runterfallen lassen. Das werde ich jetzt auch. Denn ich will gucken, wo ich da hinkomme. Ah ja, das ist eine richtig fiese Stelle. Hier muss man sich nämlich runterfallen lassen, um ein weiteres Herzteil zu bekommen. Wir haben ja im letzten Part einige Herzteile bekommen. Hier befinden sich zum Beispiel einige Feen, die man mitnehmen kann. Ja, man kommt da immer nicht drauf, aber man muss sich wirklich immer mal öfters mal zu Wegen fallen lassen, zu denen man eigentlich gar nicht hin will.
wie ihr seht, sind wir hier tatsächlich hier. Also man hätte ja auch hier rüber gehen können. Und... Oh, mein blöder Bildschirmschoner hat sich wieder aktiviert. Ich hasse es. Sorry, wenn ihr gerade die Maus hattet. Hier befindet sich übrigens der nächste Dungeon. Und Moment, ich muss mal gucken, wie die Zeit ist. 10 Minuten haben wir. Können wir sogar noch ein bisschen weitermachen. Herastom ist das übrigens. Das ist der dritte Dungeon. Den kennen vielleicht einige der deutschen Zelda-Spieler. Warum werdet ihr noch sehen? Hier finden wir Rosins Steinbruch. Den möchte ich nicht mit euch machen, bevor wir da reingehen. Hier, wie ihr seht, brauchen wir den Enterhaken. Den Leihenterhaken. Da muss man sich nämlich jetzt richtig hinstellen und darüber. Diese Gegner sind übrigens brutal stark. Warum werdet ihr nämlich jetzt sehen? Ihr seht, sind die übel stark. Sie ziehen euch übrigens 3 Herzen ab. Ich schlag jetzt einfach mal auf ihn ein, bis er tot ist. Ja. Ich glaube, ich werde hier auch eine Fee benötigen. Weil ihr seht das ja. Ja. Ich habe ja noch eine Fee, von daher ist mir das ein bisschen relativ. Ich will euch ja das zeigen. am Anfang des Spiels härtester Gegner des Spiels. Und wie ihr seht, jetzt haben wir ihn tatsächlich besiegt. Da drüben ist ein Herzteil, an das wir aber nicht rankommen. Ihr seht, sind wir hier fast tot. Doppeltes Problem ist, dass ich nichts habe, um mich aufzuhalten. Verdammt, noch ein anderthalb Herzen. Wow. Und der Gegner ist wurde jetzt auch noch wach. Ah, ja, oh Gott. Ne, Gott sei Dank, der ein Herz. Was ist hier drin? Ja, das ist hier wieder so ein Enterhaken-Spielchen. Da bekommt man immer eine Rubine. Ich werde das in diesem Let's Play aber nicht machen. Ich will das zwar größtenteils zu 100% machen. Du blöder Bastard, du solltest in die scheiß Wand rein. Boah, typisch Link. Ja, Link. Hallo, warum geht der denn jetzt nicht in die blöde Wand rein? Ja, du bist doch auch die dümmste Sau aller Zeiten, Link. Ich sehe kaum, dass ich jetzt sterbe. Warum? Weil Link zu blöd ist, um die scheiß Wand zu gehen. Ich habe keine Herzen mehr. Ja, fuck mal! Ich wollte gerade auf scheiß Glocke drücken, damit ich mich wegporten kann. Jetzt verliere ich nämlich alle Items. Leck mich doch am Arsch. Ja, was soll denn der Scheiß auch? Jetzt verlieren wir nämlich alle Items und wir dürfen jetzt alle Items nämlich wieder neu kaufen. Ist das nicht schön? Oh, ja. Okay, Leute, ich befinde mich jetzt wieder an Heras Turm, habe auch wieder alle Items gekauft. Und ja. Oh, Mann, ey, da will man euch ja mal was zeigen. Und dann kratzt man auch noch ab. Ich hab jetzt 2 Flaschen mit Milch, weil für die eine Sidequest brauchen wir ja eine Flasche mit Milch. Und dann, jetzt habe ich mir auch noch eine Vieh geholt. Jetzt haben wir übrigens nur noch 666 Rubine. Ja, leck mich. Diese Viecher sind auch völlig zu OP. Ich meine, warum packt man die auch am Anfang hin? Weil die sind echt nicht kaputt zu kriegen. Ihr habt ja gesehen, wie lange man dafür braucht. Gott sei Dank muss ich das nicht mehr zeigen. So. Rosins Steinbruch. Und der ist echt krass, aber auch von der Atmosphäre ziemlich cool. Und zwar muss man hier todesmüde springen. Und zwar so krank. So richtig krank. Hier. Also ganz ehrlich, wer da. Es macht. Also ich mach sowas nicht im Real Life. Also Link hat da echt schon Mumm. Und hier drüben tauchen auch öfters mal Plattformen auf. Nein, nicht. Ja, es gibt hier nämlich genau 3 Wege. Und hier werden wir mit den Scheitern bekannt gemacht, die wir wahrscheinlich hassen werden. Vor allen Dingen hier. Nein. Nein, ich bin doch da gar nicht drauf gegangen. Glaubt mir. Die werden uns hier nerven. Und zwar so richtig. Und so muss man hier achten und hier richtig springen. Und glaubt mir, es wird nervig, nervig, nervig. Nervig, nervig, nervig. Ich war da gar nicht drauf, aber das Spiel dachte, du warst da drauf. Das Problem ist, man braucht hier Geduld und das habe ich nicht. Ich habe nicht Geduld.
komm, das wurde doch berechnet, dass ich da nicht drauf kann, oder was? So was Bescheuertes. Oh, wow, ich durfte mal auf den Schalter. Das Problem bei den Schaltern...